Hey Leute, wisst ihr, was ich überhaupt nicht abhaben kann? Rassisten und Vorurteile. Ich denke mal, jeder von euch kennt die Situation, dass man unterwegs ist und irgendwo eine Person aus einem anderen Land sieht. Und boom, schießen euch tausend Dinge durch den Kopf, die irgendwie mit der Nationalität dieser Person zu tun haben. Dabei ist eins der schlimmsten Dinge, wenn euer Kopf euch irgendwelche Dinge vorgibt über Personen, die ihr gar nicht kennt. Wie zum Beispiel bei Asiaten. Du isst also Reis jeden Tag? Hast du schon mal den Film Tokyo Drift gesehen? Stimmt das, dass du durch deine zusammengedrückten Augen ungefähr wie ein Widescreen siehst? Wie kann man eigentlich so Auto fahren? Kannst du Kung Fu? Dein Vater sieht definitiv aus wie Jackie Chan, oder? Kann es sein, dass ihr alle denselben Vater habt? Nein? Ching, Chong, Wong, what's going on? Tan, Ban, Frühlingsrollen, Mann! Hab ich irgendwas gesagt? Versteht ihr, was ich meine? Da sollte euer Kopf wirklich vorsichtiger sein, denn die angesprochenen Personen können ganz schön böse drauf reagieren. Und jeder weiß ja, wie das bei Asiaten ist. Die haben immer ein Samurai-Schwert in ihrer Hose. Aber egal, schauen wir uns doch mal Schwarze an. Yo, what up, Nickelback ist eine gute Band, oder? Du erinnerst mich definitiv an Obama. Du erinnerst mich definitiv an Will Smith. Smith? Wie sprecht ihr das aus? Eure Lippen bewegen sich da immer so lustig. Welche Farbe bekommt eure Haut, wenn ihr einen Sonnenbrand habt? Ey Jamal, Bock zum KFC zu gehen? Wie zu Hause essen? Ah, macht ja nichts. Ich habe ja noch Chicken Wings in der Gefriertruhe. Die isst ihr doch so gern. Oder? Oder? Ey, Heino ist so geisteskrank schlecht gegen Lil Wayne. Ist das eigentlich wahr mit dem, du weißt schon, in eurer Hose? Echt jetzt? NBA? Lass mal Fußball zocken. Besonders schlimm wird's dann, wenn man nicht nur die Kultur der besagten Person angreift, sondern sie auch persönlich verletzt. Du bist definitiv Muslim, oder? Ich erkenn's an deinem Bart. Hattest du bei der Geburt schon so ein Bart? Kennst du das? Ich wette, du hast mehr als 8 Waffen unter deinem Umhang. Wette? Kann es sein, dass in deiner Jacke eine Bombe ist? Kann es sein, dass unter deinem T-Shirt eine Bombe ist? Kann es sein, dass in deinem Rucksack 2 Bomben sind? Kann es sein, dass in deinem Koffer ein Turban ist, zum um den Kopf wickeln? Und ihr glaubt an 72 Jungfrauen? Krass. Und ihr reitet immer noch auf Kamelen? Wie viel PS hat eigentlich so ein Kamel? Also Pferdestärken und Kamelstärken? Ist das nicht ein Unterschied? Habt ihr da ein KS für Kamelstärken? Willst du dich nicht doch mal rasieren? Willst du nicht mal dein Kamel rasieren? Kann es sein, dass in deinem Kamel eine Bombe ist? Seht ihr? So, was ich euch damit sagen möchte. Bildet euch niemals eine Meinung über Personen, die ihr nicht kennt. Ihr kennt sie von außen, aber nicht von innen. Ungefähr so wie bei McDonalds Werbeplakaten. Da denkt man sich auch, wenn man den Burger in der Hand hält, was ist da schiefgelaufen? Vorurteile und Rassismus sind die Gründe für Feindschaften, Krieg und Mord. Deshalb denkt doch einfach mal dran, wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt einen Asiaten und einen Araber seht. Hebt euch von den anderen ab und seid clever. Indem ihr den Asiaten fragt, ob er eine Bombe unter seinem Pulli hat. Respektiert andere Kulturen, Länder, Menschen oder Burgerverpackungen. Vielleicht ändert sich euer Eindruck dann, wenn ihr diese Person erstmal näher kennenlernt. Oder ihr werdet auf einem öffentlichen Platz in die Luft gesprengt. Von einem Deutschen. Gebt's ruhig zu, ich wusste ja, ihr hattet zuerst Araber im Kopf. So, das war's mit meinem Video über Rassismus und Vorurteile. Jetzt würde mich ganz besonders interessieren, was ihr zu dem Thema denkt. Schreibt's in die Kommentare. Des Weiteren würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn so sehe ich, ob euch das Ganze gefallen hat und ob es weitere Folgen geben soll. Und es wäre saugeil, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es dann mit euren Freunden teilt. Des Weiteren gibt's hier und hier meine letzten beiden Videos und alle weiteren Informationen zu mir findet ihr auf meiner Facebook-Fanpage, meiner Twitter-Page oder meiner Webseite christes.de. Allerdings schon mal in der Beschreibung und dann sieht man sich im nächsten Video. Habt ihr gedacht? Nein, doch.